cool. Meint ihr euch selber? Nee, ist aus. Aber du siehst ja, dass es da... Ja, okay. Dann hören wir einen Schluck Mate. Ja. Und dann geht's los. Ja, wir sind wieder hier. Ich habe hier Ramona bei mir im Tonstudio. Und vielleicht kannst du dich einmal ganz kurz vorstellen. Mach ich einfach. Genau, mach einfach mal. Hallo, mein Name ist Ramona Kortika. Ich studiere derzeit in der Grafikklasse bei Professor Nathan. Und dieses Semester ist mein Bachelorsemester. Und ich erzähle heute, glaube ich, ein bisschen, was ich da so gemacht habe und womit ich mich beschäftige. Und ich will auch auf jeden Fall für den Master bleiben und bin da auch, glaube ich, schon angenommen. Und das ist immer so ein fließender Übergang bei vielen Studierenden. Ja, genau. Also es ging halt so schnell, dass ich das gar nicht mitgekriegt habe. Ja, okay. Und cool. Ja, also ich freue mich irgendwie, dass du hier bist, weil ich habe während meiner Bachelorzeit immer mal wieder so Plakate gesehen, die so richtig funky aussahen mit so einem Eis drauf. Und das war Gelato Mittwoch, ne? Ja. Und das war das ein Projekt von dir, also so ein Semesterprojekt, oder war das einfach sowas, worauf du Lust hattest und das einfach mal irgendwann gesagt hast, ey, wir machen das jetzt einfach mal hier? Ja, das war was, worauf ich hatte da Lust drauf. Also es ist eine Zusammenarbeit mit Esteban Perez, der war damals in der Fotografieklasse und wir haben uns entschieden, dass wir sowas, also wir wollten einen Film drehen oder wir brauchten halt jede Menge Footage von so halb schmelzendem, irgendwie hübsch dekoriertem Eis für diese Idee. Und dann haben wir uns gedacht, ja okay, wir brauchen halt viele davon und haben angefangen, auf dem Schulhof Eis zu verteilen. Das hieß dann Gelato Mittwoch. Richtig geil, ja. Und das war so die Idee. Und es geht halt, für uns ging es halt darum, dass wir halt die Sorten auswählen und die haben ja auch alle verschiedene Farben. Und dann war es auch wichtig, dass es immer eine vegane Alternative gibt. Und dann haben wir die Streusel ausgesucht und gab es so Schokolinsen oder und dann wird es ja eher braun oder gibt es zum Beispiel Erdbeeren und Himbeeren und dann plötzlich ging es halt so ein bisschen um darum, wie Food-Fotografie funktioniert. Also so, also dieses halb geschmolzene, irgendwie auf dem Schulhof verteilte Eis, so gegen Spende ging das halt raus und die Spende war halt ein Foto vom hübsch dekorierten Eis, das wir dann posten konnten. Und wofür habt ihr die Bilder benutzt? Wir haben eine kleine Publikation gemacht. Cool. Wie heißt die? Gelato Mittwoch. Gelato Mittwoch, okay. Es ist auch nur, die ist so groß wie ein Pixie-Heft. Ah, okay. Und da sind ein paar Sticker drin und Fotos von allen Leuten, die so Eis eingereicht haben. Die ist aber noch nicht veröffentlicht, weil eigentlich haben wir noch einen Film gemacht und der kommt. Ich verspreche es, aber Esteban ist nach Hamburg gezogen. Okay. Und dementsprechend ist das so ein bisschen auf Eis gelegt. Ja, aha. Und... Wie genau seid ihr dazu gekommen, dass ihr gesagt habt, wir wollen jetzt Eis fotografieren und dann in dem Zuge das zu verteilen? Also was war die Motivation für dieses Heft oder dieses Scene? Also ja, ich glaube, es ist das Eis als Objekt. Also es funktioniert so, dass das ja immer auf Instagram gepostet wird und dieser Account Gelato Mittwoch lief dann halt immer heiß am Mittwoch. Dann ging es halt richtig ab. So, dann jeder hat eine Story gemacht und währenddessen und dazwischen, wenn jetzt in einer Woche zum Beispiel kein Gelato-Mittwoch war, war der halt so ein bisschen wie auf Eis gelegt. Ja. Dann war es halt eine Galerie, die so stumm war. Mhm. Und es ging halt viel um dieses Timing, wenn etwas schmilzt, wann kocht etwas hoch, wann wird es fest, wann geht's los. Und halt auch um diese glossy Texture, wenn man so sein Eis fotografiert mit Blitz und dann hat das so ein bisschen auch sowas von einem 3D-Objekt. Ja. Und es macht halt wahnsinnig Spaß, Eis als 3D-Objekte zu bauen. Wir haben damit so ein bisschen Cinema 4D auch gelernt, weil das doch eine recht einfache Struktur ist und man damit so leicht mit den, ich sag jetzt leicht, aber man kann daran so die verschiedenen Physiken üben. Die Stadien praktisch vom Eis. Genau. Okay, geil. Und das war halt, irgendwie war es halt, es hat halt alles so zusammengepasst, so läuft es oder nicht, das ist ein Standbild. Und das, was voll wichtig für mich war halt dieser Community-Aspekt, dass halt mittwochs, also wir hatten dann halt ja auch Lautsprecher und dann lief immer Musik und einmal hatten wir, glaube ich, eine Fußball-Edition zur EM. Das habe ich dann hatten wir so Gäste, das habe ich dann zum Beispiel mit Joscha Brüning gemacht und einmal war auch Anton ja als Gast, dann war das Thema Monster Energy und es gab nur grünes Eis und grüne Deko und dann kamen halt immer alle möglichen Leute zusammen, so, dann lief mal die Musik, dann lief mal das, mal lief Techno, mal lief Hip-Hop und
Hat sich irgendwie so entwickelt auch, oder? Also ja. Gar nicht so engstirnig daran gegangen, nee, sondern nee. Einfach, ey, wir machen das so, jetzt. Mittwoch gibt's Eis und man kann sich dann, also hier sitzen ja immer im Sommer, wenn jetzt nicht gerade Corona ist ja. oder so, sitzen ja immer alle im Hof und dann das Mensa-Essen lieber draußen ja, und dann Fall. Danach ein Eis holen, ja, hübsch schon. Dekorieren und ein Foto machen. Manche kamen halt auch mit ihrem Kaffee an und haben dann gesagt, kriege ich da noch eine Vanille-Eiskugel rein. Dann haben wir so Eiskaffee und das wurde ja. dann halt auch. Und irgendwie gab es dann so eine Gestaltungsfreiheit, die halt aber auch irgendwie bestimmt war. So irgendwie, heute gibt es fürs Pückler und das hat ja auch diese drei Sorten, diese drei Farben. Und das war dann so vorgegeben und dementsprechend ist das so alles in so einem... Es wird irgendwie so rund gelutscht. Ich weiß auch nicht so halt. Also es verschwimmt so in diesen... In so Farbthemen oder, also es hat schon eine Richtung, aber nicht... Man kann es nicht unbedingt beeinflussen. Ja. Ah, okay. So wie wenn es halt läuft. So. Ja. Wenn es die Waffel runtertropft. Ja. Und das lief ja recht lang, das Projekt, ne? Ja, also so 2 Jahre. 2 Jahre und läuft ja irgendwo auch immer noch, ne? Ja. Also wenn jetzt nicht gerade Corona ist. War das angedacht, dass das so lange läuft oder wolltet ihr einfach nur so mal ein paar Wochen das machen, Fotos machen und dann ist das einfach so passiert? Ja, also eigentlich war das halt, dass wir das einmal machen und ja. das war, wir waren super fertig danach. Wir waren super, super fertig, weil wir halt die ganze Zeit Süßigkeiten gegessen haben, aber dann war es halt irgendwie klar, dass wir es weitermachen müssen. Ja. Ja, und jetzt läuft es halt, wir machen damit ja auch Stupa-Werbung zum Beispiel, dass man halt ein Eis kriegt, wenn man wählen geht. Ah, okay. Ja, stimmt, ja, da war ich auch dabei. Ja, es ist wahrscheinlich effektiver, als einfach nur an das gute Gewissen der Leute zu appellieren. Ja, genau, man steht halt da und man kann halt mit Leuten direkt reden und ich hatte das Gefühl, es tut auch ein bisschen was dafür, dass Leute zusammenkommen auf diesem Account, so United in Ice Cream VR oder so. Du bist jetzt der Profi in Eis mittlerweile wahrscheinlich, oder? Ja. Also man kann dich da schon mal nach deinem Rat fragen. Ja, vor allem ästhetisch. Aber ja, was wird mir so ein bisschen zugeschrieben. Okay, voll gut. Und wie, du hattest ja vorhin einmal, bevor wir aufgenommen haben, darüber geredet, dass du auch die gewechselt hast innerhalb der freien Kunst. Ja. Und wie würdest du sagen, dass sich deine Arbeit, also so, ist die generell so geprägt ähnlich, wie bei diesem Gelato-Mittwoch oder machst du eigentlich was ganz anderes und das ist jetzt irgendwie so passiert oder machst du viel von diesen Art Events oder wo Sachen einfach so passieren oder Ich glaube, ich mache zweierlei Dinge. Mhm. Also einerseits diese Events, ich weiß nicht, ob das der ein oder andere mitgekriegt hat, den Eva Award im Rahmen des Foto 3 Festivals. Mhm. Dort wird ein Kunstpreis verliehen, den man sich dann auf den Lebenslauf schreiben kann. Ja. Der ist leider nicht dotiert, das ist immer das Erste, was alle fragen, wie viel Geld kriegt man dafür. Aber es ist so eine Geste an guter Arbeit mit meiner eigenen künstlerischen Arbeit und in Zusammenarbeit mit Esteban Perez ist das und mit Thies Warnke. Ja. Das ist halt auch so ein eventmäßiges Ding. Ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast. Und den verleiht ihr den Preis? Ja. Ja? Ja. Also was braucht es, um einen Kunstpreis zu verleihen? Nee, klar, aber so cool, okay, geil. Ja. Also habt ihr einfach mal irgendwann gesagt, hey, wir machen jetzt unseren eigenen und okay. Ja. Voll spannend. Wie ist das zustande gekommen? Wir haben uns über Franz Erdwalter gestritten. Okay. Der war hier an der Hochschule und ich will jetzt nicht zu sehr ranten. Ja, alles gut. Der hatte irgendwie den Biennale Goldenen Löwen für sein Lebenswerk gekriegt und er hat halt irgendwie gesagt, was würden Sie Kunststudierenden jetzt empfehlen? Und er meinte, auf gar keinen Fall malen. Mhm. Und ich fand das halt irgendwie so ein bisschen so, weil sich das nicht lohne. Ja. Okay, finde ich jetzt... Steile These. So fand ich irgendwie... Hat sich irgendwie darüber aufgeregt und dann, oh Gott, David wird mich hassen. David Scheffler meinte dann halt irgendwann so bei einem Bier zu viel an seinem Geburtstag, dass es doch die größte Ehrerbietung für einen Künstler oder eine Künstlerin sein muss, für einen Preis nominiert zu sein. Und das hat mich irgendwie schockiert, weil ich denke halt so, boah, krass, dass man dann jeden Preis annimmt, für egal was, nur weil es halt so, wie viel Aufmerksamkeit oder wie... Also, dass man schnell in dieses System gerät, wo man Preisen hinterherjagt, damit man halt renommiert ist und damit oder halt Leute... Anerkennung. Wie viel Anerkennung brauche ich denn als Künstler oder Künstlerin, um halt zu sagen, ja, hey, ich mache das irgendwie auch gerne und dann geigt sich jedem Preis nach. Und deshalb haben wir gesagt, wir machen den Eva Award und da geht es halt gar nicht um Kohle, sondern halt einfach darum, dass alle Spaß haben und einen schönen Abend haben.
Und dann gibt es halt am Ende auch einen Gewinner oder eine Gewinnerin, aber jeder kriegt eine Urkunde und jeder kriegt also eine Blume. Und irgendwie ist es halt so, hey, schön, dass ihr das gemacht habt. Ja, voll cool. Und am Ende gibt es eine kleine Party und dann, es gibt, also das ist so das eine, was ich mache. Ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast. Einmal habe ich mit Mateusz Dworczyk Valentinskarten verteilt. Da haben wir in der Mensa so selbstgedruckte Valentinskarten verteilt und die halt am Tag der offenen Tür auch ausgeteilt innerhalb der Kunsthochschule. Das war halt auch so ein... So also sehr stark so die Menschen im Mittelpunkt irgendwie, ja, oder? Das ist so also der bei allem auch, Teil. Ja. Ja, den Kontakt mit Menschen irgendwie durch so eine Arbeiten irgendwie erreichen. Ja. Und dann irgendwie Charity Wonderland, da habe ich mit Thies Warenk und Esteban Perez so eine Lotterie veranstaltet, wo wir Merchandise des Superkunstjahres verlost haben. Ah, so Dokumentarsocken. Okay. Und wir haben auch selber Merchandise gemacht. Cool. Und dann gab es ein Talent-Shirt. Und konnte man dann gewinnen beim die meisten haben eigentlich Roulette gespielt. Ist ein bisschen ausgeartet. Aber das sind so die einen Sachen, diese Events, die sind auch sehr... Aber da habe ich das Gefühl immer, dass ich sehr viel drauf ankommen lasse. Ich schmeiße was in den Raum und dann muss man so die ganze Zeit hin und her titschen. Und dann gibt es so Arbeiten, die sind eher ruhig. Also jetzt zum Beispiel, wo du selber dich nicht mit noch anderen tausend Leuten beschäftigst. Dann würde ich am liebsten einfach irgendwie den ganzen Tag vorm Computer sitzen und schneide halt Videos, die halt stundenlang irgendwie... Nimmst du auch selber auf? Also sind das dann einfach Videoarbeiten aus verschiedenen Clips, die du findest, die du spannend findest? Oder? Super viel Found Footage. Okay. Super, super viel Found Footage. Ich habe tatsächlich so ein Videoarchiv. Okay. Mit allen möglichen Schwachsinn, den ich so finde. Im Moment filme ich richtig gerne Käfer und Insekten. Mhm. Ich weiß noch nicht, was ich damit mache. Aber irgendwas kommt. Irgendwas kommt meistens raus. Jetzt für meine Bachelorarbeit ist fast alle Footage selbst entstanden. Mhm. Das wird auch eine Videoarbeit, dein Bachelor? Es ist zum Teil auch eine Videoarbeit. Okay. Ja. Kannst du da auch ein bisschen was drüber erzählen über den Bachelor oder hast du da Lust drauf? Ja, habe ich. Also es ist halt schwierig, das zu erklären, weil das ja auch erst nächste Woche Mittwoch stattfindet, die Prüfung. Und dann bin ich ein bisschen... Aber im Prinzip geht es darum, dass ich eine Zeichnung oder drei Zeichnungen von mir habe. Normalerweise zeichne ich halt auch immer Tiere, die sich halt irgendwie auf so einem Papier finden und irgendwas teilen. Aber das sind jetzt irgendwie drei besondere Tiere geworden, weil die halt ein Blatt für sich haben. Ja. Und die können schon, irgendwie haben die so eine Präsenz gehabt, dass ich dachte, okay, ich muss die jetzt irgendwie da rausholen. Dann habe ich die als Stofftiere genäht. Das sind jetzt so circa hüfthohe Stofftiere geworden in so ein Gelb. Und die habe ich wiederum 3D gescannt und animiert. Und dann kriegen die plötzlich so eine ganz eigene, plötzlich haben die so ihren eigenen Willen. Also die entwickeln sich praktisch. Also von dieser Idee in deinem Kopf hin aufs Papier, vom Papier weg in eine physische Form und dann fast ins Digitale und wieder zurück. Ja, genau, wieder zurück ins Flache. Und irgendwie sind die schon, also ich habe mich damit beschäftigt, wann habe ich etwas lieb und wann kriegt etwas sowas wie ein Eigenleben, wenn ich etwas aus mir ausdenke, was halt aber auch natürlich von mir als Mensch, die ja in dieser Welt lebt, irgendwie ausgeht. Was ja fast ähnlich dann wieder ist wie deine Veranstaltung, weil die ja auch ein Eigenleben kriegen. Ja. Full circle. Also es ist halt, das eine könnte nicht ohne das andere, aber seitdem ich in der Grafikklasse bin, um nochmal auf die ganze Ausgangsfrage zurückzukommen, habe ich mehr Ruhe da drin. Okay. Ich weiß nicht, es lag nicht, also ich habe einfach mehr Ruhe darin zu sagen, okay, ich bin jetzt hier, ich brauche auch keinen Arbeitsplatz oder so, ich bin einfach nur gerne dort und unterhalte mich mit Leuten und frage so, was geht so. Ja. Und dann kommt das meistens einfach. Ja. Und ich habe ja Industriedesign studiert und dadurch jetzt nicht so viel Kontakt zu der freien Kunst oder Grafikklasse. Wie läuft das bei euch so ab? Bei uns kriegen wir immer so Überthemen und dann geht es ja so rein. Ist es bei euch so komplett frei, dass ihr einfach sagt, hey, ich habe hier so eine Idee, da habe ich irgendwie Lust drauf und dann wird darüber geredet und dann entwickelt sich sowas draus? Oder inwiefern, wie ist der Rahmen da so für das Ganze? Ja, es ist halt... Das ist gut, dass du das sagst, weil du fängst halt auch an, du nennst das so Projekt oder Semesterprojekt. Und für mich ist das halt so, meine Arbeit ist so kein, also es ist jetzt nicht so ein einzelnes Projekt. Natürlich kann ich jetzt sagen, irgendwie es gibt Gelato Mittwoch und das und das, aber es ist halt so ein großes Ganzes. Und meistens ist es in der freien Kunst so, dass ich halt sage, hey Mann, ich habe Bock darauf oder ich habe irgendwie angefangen, Raupen zu filmen und ich weiß halt nicht, was ich mit diesen Raupen machen soll.
Mir fällt das und das auf und dann gibt es so einen Talk. Ja. Also, ja. Oder halt auch nicht. So. Ja. Und manchmal gibt es so Überprojekte. Dann, also mein Professor macht, oder Herr Nader macht das auch ja. so, dass er halt dann sowas reinschmeißt wie, oder vielleicht auch der Sachen bedingt. Mhm. Also er hatte zum Beispiel, haben wir letzten Sommer in Breslau beim ja. Survival Art Review da ausgestellt als Klasse und dann ist dort das Thema Hidden oder im mhm. Verborgenen. Und dann ist das erstmal das Klassenthema. Okay, weil dann ja, plötzlich ja. so, also es hat sich so ergeben, so wie halt irgendwie, wir reden auch immer über Begegnungen mit einer mhm. Stadt und dann ist es plötzlich eine Stadt und dann ja. gibt es dort irgendwie so ein, vielleicht ein oder zwei Aufhänger. Ja. Meistens hilft das auch schon und dann kann man sich so ein bisschen daran langhangeln, ja. einfach mit den Gedanken, wenn man jetzt nicht selber so. Dann entwickelt sich das aber ja. alles parallel und am Ende ja. stehen da wahrscheinlich, okay. Ja, das ist immer voll spannend und ich finde, ich denke auch immer so, hier hören vielleicht auch zukünftige Studenten zu und da denke ich mir immer so, okay, ist auch spannend vielleicht für die so ganz grob zu verstehen, wie sowas abläuft. Ja. Und das ist in der freien Kunst ja auch immer wahrscheinlich dauerhafter Diskurs, so wie unterrichtet man sowas, wie vermittelt man was, wie doll soll ich eingreifen, wie doll kann ja. ich denn lehren? Ja, das ist ja auch das, womit ich mich zum Beispiel in der Meme-Class beschäftige. Ja. Also vielleicht, um das kurz zu sagen, ich habe ja. eigentlich angefangen in Düsseldorf zu studieren, ja. an der großen, großen Kunstakademie Düsseldorf. Und ich habe da aufgehört, weil ich dachte, ich mache jetzt was Ordentliches. Ja. Aber dementsprechend... Und jetzt bist du hier und verschenkst Eis. Jetzt mache ich wieder Kunst. lange Rede, kurzer Sinn. Ich ja. war halt an anderen Kunsthochschulen mhm. oder halt natürlich, man hat dann noch Leute, zum Beispiel Esteban, habe ich jetzt mhm. schon dreimal gesagt, ist halt jetzt nach Hamburg gegangen oder halt eine gute Freundin von mir, Johanna Blank, ist dann halt mhm. aus der Medienklasse gewechselt nach Leipzig und man schafft so Kontakte, die man dann halt irgendwie auch hält und man guckt so, wie läuft es an anderen mhm. Kunsthochschulen, was macht es so, wie wird etwas unterrichtet oder was fehlt ja, vielleicht ja. auch an Unterricht? Jetzt gar nicht in Bezug, wie lehre ich Kunst, ja. sondern wie lehre ich, also was will ich, was da für Leute rauskommen? Ja. Und das ist, glaube ich, richtig schwierig zu verstehen, wenn man halt anfängt, Kunst zu studieren und man ist jetzt zum Beispiel 19 und kommt von ja. Und deshalb habe ich auch aufgehört. Ja. Ich war so, was soll ich den Leuten erzählen? Ich bin 19. Ja. So. Ich hätte, glaube ich, genug zu erzählen gehabt. Ja. Und man, also dieses Beobachten, wie verhalte ich mich dazu, das ist etwas, das ist super schwer zu lernen, kann man aber. Und dann muss man halt irgendwie überlegen, wie vermittle ich das. Ich habe das Gefühl, es klappt eigentlich hier ganz gut. Ja. So, also ich hatte das, also jetzt ein kleines Shoutout an die Basisklasse. Ich glaube ja. halt, man, das ist eine harte Schule, aber es ist schon okay, da durchzukommen. So, das, ja. gibt einem schon so einen guten, eine gute Base. Ja, wie man sie sagt. Ja, voll lieb, dass du da warst. Also ja. freut mich echt, dass du, auch ich habe jetzt auf jeden Fall noch mal ein paar Einblicke so gewonnen. und ja, vielen, vielen Dank, dass du da warst, Ramona. Ja, sweet. Und willst du irgendwie, dass die Hörerinnen deine Arbeit finden können? Also du hattest ja schon Gelato Mittwoch einmal kurz gedroppt, ja. aber gibt es da irgendwie, kann man dich online finden? Ja, also Gelato Mittwoch ist dann ja der eine Instagram-Account, mhm. den ich auch mit Esteban Perez, den man auch gerne folgen kann. Mein eigener Instagram ist am besten auf meiner Website zu finden. Mhm. Die ist Ramona Cortica, KORTYKA.com. Und auf Instagram heiße ich Ramoni, beziehungsweise R-4-Y. Wir verlinken das dann nochmal. Verlinkt es einfach, genau. Es ist viel leichter, dieses Unterstrich, das ist halt so dieses, ich könnte halt, dass es halt irgendwie austauschbar sein ja. könnte. Oder dass man es selber füllen ja. muss, auch irgendwie. Deshalb, aber eigentlich, wenn man Ramoni sucht, sollte man das finden. Ja, super. Also falls ihr Interesse habt, euch das, die Arbeiten nochmal anzugucken oder das Gesamtwerk, dann könnt ihr das da finden. Ja, und dann vielen Dank, dass du da warst. Dankeschön. Und bis bald.